Guten Morgen, Grillfans. Samstag, 7 Uhr. Die Vögel zwitschern, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es scheint wunderschönes Wetter zu sein. Meine Allergien sind mehr da denn je. Das macht nichts. Ich will grillen. Ich werde heute meinen Kamado ausprobieren. Da werde ich einen 1,2 Kilo Schulterbraten draufschmeißen. Den werde ich mal schön langsam ziehen lassen. Dabei werden nachher noch ein paar Hähnchen in Brustfilets gemacht. Bacon, bisschen Salat, wie sich das gehört. Ja, und halt das Baguette. Das habe ich fertig gekauft. Das kommt nur noch schnell in den Backofen zum Aufwärmen, beziehungsweise vielleicht weiß ich auch einfach nur auf den Grill. Viel Spaß dabei. Hier oben habe ich ein paar Briketts reingeschmissen. Die werde ich jetzt von unten anzünden, ein bisschen ziehen lassen und dann regeln wir mal den Grill ein. So bei 110, ich denke 110 Grad ist super. Unten auf, oben auf Temperatur kommen lassen. So, er qualmt schön vor sich hin. Räucherchips habe ich reingetan. Das ist unser jetziges Stück Fleisch. Ja, ist nicht so viel. Braucht ja auch nicht so viel. Ist ja auch kein Riesengrill. Also schön über die Entkopplung. Rauch hier. Holla. So, das rein. Und zwei Stücke. Schön bis in die Mitte. Dann gucken wir, dass wir das Ding wieder auf 100 Grad kriegen. Und da kann ich die ganze Zeit was anderes machen. Shoppen. Nur mal was zu zeigen. Der Grill hat jetzt 106 Grad. Ah, 105, okay. Das gleiche wird mir aber auch hier auf dem Thermometer angezeigt. Das ist super. Das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Muss ich ganz klar sagen, wir haben jetzt 107 Grad Grilltemperatur und 80, gute 80 Grad Fleischtemperatur. Jetzt schauen wir mal nach. Oh, sieht das geil aus. Sehr gut. So, in der Mangelung von Butcherpaper nehme ich Backpapier. Das hält genauso dicht. So. Vorsichtig den Grill öffnen. Schnell den Grill wieder schließen. Ja, das ist schon ziemlich weich. Ein schönes dunkel naturtrübes.
einen Schluck für mich. Ah, sehr lecker. Das Ganze packen wir jetzt schön ein. Ich nehme die Temperatur mit Fühler raus. Die sind ziemlich warm. Und ich weiter messen kann. Zack. Zack. Und dann geht das Ganze wieder auf den Grill. So, das lassen wir jetzt mal weitermachen. Und dann schauen wir mal, vielleicht muss ich gleich noch ein paar Kohlen nachlegen. So, mit dem Backpapier habe ich das Ganze jetzt auf 126 Grad eingeregelt. 91 Grad hat momentan das Fleisch. Der zweite Fühler, der auf 75 Grad steht, der scheint kaputt zu sein. Ich habe eben einen Kontrollversuch mit dem Stechthermometer gemacht, also um die 90 Grad liegt es. Ist ja immer eine kleine Differenz drin. Schade wegen des einen Fühlers, aber ich habe ja noch zwei andere. 95 Grad sind erreicht. Ich habe es jetzt noch eine gute Stunde auf dem Grill so liegen lassen. Dann würde ich sagen, packen wir es jetzt mal aus. Das Papier hat, wie ich mir schon gedacht habe, sehr gut gehalten. Klar, es ist ja im Endeffekt kein Unterschied zum Butcherpapier, nur dass es halt etwas dünner ist. Aber es ist genauso beschichtet, temperaturresistent. Mal gucken, wie ich das anpacken kann. Ich habe noch Handschuhe hier. Ohne mir die Flossen zu verbrennen. Wir geben das Ganze jetzt mit Saft. Ah, da wurde Saft, da hat es dann doch das Papier erwischt, okay. Ja. Und das passiert auch mit Original Butcherpapier. Sollte es nicht passieren. Ob es passiert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe noch nie welches benutzt. Aber wenn man so die Grillkollegen hört, die schwören ja alle da drauf. Also wenn das Fleisch so zart ist wie das Papier, dann ist schon viel gewonnen. So. So, da ist das gute Stück. Das schneide ich gleich in Scheiben. Und dann kommt das mit aufs Baguette drauf. Wie wir das Baguette machen, das seht ihr alle nachher. Dazu brauche ich Hühner-Innenbrustfilets, kleine Paprikas, Champignons, kleine Tomätchen, ein paar rote Zwiebeln. Von den Paprikas schneiden wir lediglich oben den Strunk ab und schneiden sie noch einmal in der Mitte durch. Die sind doch ein bisschen groß. So. Ab damit in die Grillpfanne. Mit den Tomaten. Pilzen. Das Ganze geht jetzt so wie es ist auf den Grill. Mit dem Texas Chicken würzen wir unsere Filets und lassen sie eine halbe Stunde ziehen, bevor wir sie dann auf der gusseisernen Platte machen. Die Zwiebeln schneiden wir gleich einfach in Halbringe, aber dazu schälen wir erstmal.
Da ihr alle wisst, wie das geht, brauche ich ja gar nichts weiter zu erklären. Den Braten schneiden wir jetzt schon mal klein. Das ist ein größeres Messer. Einmal den Braten klein schneiden. Schöne dünne Scheiben machen. Der duftet ziemlich gut. Natürlich werde ich auch ein Stück verkosten. Immer noch gut warm. Lecker. Ich habe gerade rote Zwiebeln geschnitten. Also der Schweinebraten ist super geworden. Super Garpunkt. Sehr schönes Raucharoma, ganz wichtig. Und das Gewürz ist einfach genial. Pulver Peggy, kann ich nur empfehlen. So, das kommt gleich mit aufs Baguette. So, dann schauen wir mal, was das Gemüse sagt. Sagt das Gemüse. Sagt, es wird. Ich lasse das noch komplett ungewürzt. Gewürzt wird ganz zum Schluss. Aber ich würde sagen, der Bereich des Gemüses ist fertig. Dann füllen wir das Ganze jetzt um in diese Konsistform. Nicht schon wieder das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Ihr erinnert euch vielleicht noch schwach dran, ich habe beim letzten Mal mit dem Griff der Pfanne hier nach hinten durch unsere Scheibe geschmissen. War total brillant, meine Frau war total glücklich, 1000 Euro Schaden. Vielen Dank an meine Gebäudeversicherung, in der ich auch Glas versichert habe. Dann kommen die Zwiebeln drauf. Denen geben wir wohl ein bisschen mehr direkte Hitze. Ich mache das sogar noch anders. Zu den Zwiebeln gebe ich das Gemüse auch noch mal dazu. Oh. Drauf und abwarten. Als Brot habe ich hier so ein kleines Baguette. Das legen wir erstmal so rum auf und lassen es ein paar Sekunden drauf. Nur ein wenig anrösten. Knusprig genug. Jetzt schon mal Käse drauf. So, jetzt kocht es eine ganze Zeit. Oder brät im eigenen Saft. Jetzt können wir anfangen zu würzen. Dazu nehmen wir Paprika edelsüß. Meersalz, grobes. Ein bisschen Knoblauch. Und Pfeffer, den habe ich gerade in der Küche vergessen, den gehe ich jetzt mal eben holen. Und den Pfeffer. Zack. So, in das Ganze geben wir jetzt noch Kräuterfrischkäse.
Zeit, Leute. So. Das kommt jetzt erstmal runter von der Flamme. So ein Backtrennspray. Das heißt also lebensmittelecht. So, ich mache das mal so. Mein Sohn will nämlich vor uns essen. Der muss gleich noch weg. Dann bereite ich sein Essen jetzt mal komplett vor. Dann kann ich leider nicht probieren, aber ihr könnt zumindest mal sehen, wie es aussieht. So, jetzt sind wir gerade prompt natürlich die Batterien leer gegangen. Ich habe hinten nochmal zwei Scheiben Schweinebraten draufgelegt. Jetzt die Zange. In der Zwischenzeit ist die Platte auch heiß geworden. Das heißt, ich kann die Hähnchenbrust in Filets drehen. Kommt noch mal drauf. Jetzt müssen wir die Platte noch ein bisschen ordnen. Sonst passt das hier nicht. So. Ich lege die da drauf. Lass den Käse ein bisschen schmelzen und dann wird das Ganze belegt. Wir nehmen uns ein bisschen was von unserer Masse. Verteilen wir auch mit drauf. Das ist das Schöne, wenn man sowas zu Hause macht. Da braucht man keine Rücksicht auf Handschuhe zu nehmen. Aber nie wieder rote Zwiebeln ohne Handschuhe. Das ist Hammer. Gucken, wie die Brote unten aussehen. Wie schwarz werden. Jetzt mal, das ist fertig.
weiß nicht, ob es noch Preise für gutes Riechen gibt. So. So. Rutscht mir das Fleisch weg. So sieht das Ganze jetzt. Oh, fällt mir so auseinander. Scheibenkleister. Ich muss sie jetzt nicht essen. So sieht das Ganze jetzt aus. So von vorne. Ich werde es jetzt einfach mal servieren. Meins zeige ich euch später.